Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa V3. Und ich nehme fast an, dass wir uns jetzt direkt in die Diskussion stürzen werden. Und es geht wohl um die Armbrust. Schauen wir mal. So, was gibt's hier? Crossbow, 3 Arrows. Okay. Könnte was mit den 3 Arrows zu tun haben. Und dass die blutig sind. Die anderen Sachen fand ich jetzt nicht so auffällig, was da gerade zur Auswahl stand. Okay, gucken wir erstmal. Ja. Moment. Der müsste wirklich erstmal in seinem Besitz gewesen sein. Okay, da dürfte eigentlich nichts falsch dran sein. Wäre auch gut möglich. クロスボウは奪われたわけじゃなくて俺が隠し持ってた別物だったりして持ち出されたクロスボウは一つだけだよ残り二つはちゃんと私の研究教室にあったそれにしてもたった一本のようだけでああやってお互いを打ち合ったんじゃところでクロスボウって痛いんだねまだ傷口がズキズキ痛むよ。Okay. Was war das eben? Ich glaube, das stimmt nicht überein mit den Informationen, die mir vorliegen. Okay, ist kein Problem. Da können wir schnell einmal durchscrollen. Ich muss nur gegen Ende aufpassen. Okay, Moment. Ah! Oh nee, das ist ja richtig. Oh Gott sei Dank habe ich nicht getroffen. So, jetzt aber. Zum Glück habe ich nicht getroffen, ey. Oh Mann, das ist mal ein typischer Nessie. Das nennen wir einen typischen Nessie. Warte, Himiko, was meinst du mit einem Pfeil? Ah. Naja, ich gab Kaito nur einen Pfeil, daher... Was? Bist du dir da sicher? Aber natürlich, da täusche ich mich nicht. Nun, das ist seltsam, weil... Im Badezimmer waren 3 Pfeile, erinnert ihr euch? Hä? 3? Ich weiß, ich habe ihm nur einen gegeben. Kaito bat mich sogar nur einzubringen. Er meinte, er will vermeiden, dass es zum Kampf kommt. Okay, am Tatort gab es also 3 Pfeile, aber Himiko meint, dass sie nur einen mitgebracht hat. Was ist hier los? Vielleicht hatte Kokichi welche versteckt? Wieso sollte Kokichi 2 Pfeile haben, wenn er dafür keine Armbrust hat, um sie abzufeuern? Aber wir wissen mit Sicherheit, dass 3 Pfeile am Tatort gefunden wurden. Und an allen 3 befand sich Blut. Und an den Kleidungsstücken gab es insgesamt 3 Perforationen, 3 Löcher. Also wissen wir mit Sicherheit, dass 3 Pfeile aufeinander abgeschossen wurden. Aber woher kamen dann diese Pfeile? Ich glaube nicht, dass Himiko lügt. Es muss irgendeine Perspektive auf die Angelegenheit geben, die wir noch nicht eingenommen haben. Was ist es? Was könnte passiert sein? Denk nach. Ich muss nachdenken. Ah, Psych-Taxi. Eins meiner Lieblingsspiele. Wie war nochmal Gas? Ich glaube X, ne? Juhu, ich fahr gerne. Na, 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 na.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was es mit den Pfeilen auf sich hat. Ich könnte mir ja... Ach, hier geht das auch. Vorstellen, dass Maki die vielleicht noch gebracht hat. Aber ich verstehe das alles noch nicht. Warum tut Maki das? Oh, geht das, wenn ich... Ich kriege leider immer nur eins. Naja, gut. How many arrows did Himiko give Kaito? Ich sehe schon, was die Frage ist. Oh, achso. Ja, also da bin ich mir sicher, einen. Ich glaube, ihr nehme ich auch. Okay. Einen. Ist die eins ganz links? Ich glaube, oder? Ist so schwer zu erkennen. Ja. So. Mal gucken, wie viele Phasen das hier hat. Ach, da unten steht's ja. 1 von 3, okay. So, mal schauen, was die nächste Frage ist. Muss ich zwar ein bisschen langsamer fahren, aber dafür kriege ich dann alle. Okay, oh, Moment. Da war ich jetzt zu verwirrt. Ist das nicht außerhalb der Straße sowieso? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, die bewegen sich. Ach, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, dann nehme ich lieber die festen, die auf... Also die hier quasi. Da gehe ich nicht so ein hohes Risiko ein. Was? Oh, sorry, ich habe so viel nach oben geguckt eben. From the start. Ach so, waren die von Anfang an im Hangar. Gute Frage. Ich würde ja vermuten, eher nicht, aber wissen tue ich es nicht, ehrlich gesagt. Also werde ich jetzt mal sagen, no. Weil wieso sollten da überhaupt Pfeile sein? Puh, okay, sehr gut. Und dritte Phase. Oh, das bewegt sich ja mega krass schnell. Nein! Schade, ich glaube, ich versuche es einfach so. Ohne, oh, Zeitlupe, aber es wird nicht einfach. Ah, verflixt. Ich verpasse alles. Nein! Oh, aua. So. Okay. Oh, au, au, au. Das tut sehr weh. Was steht da oben? Ich versuch's schon mal. Through the... Was? Arrows? Was ist mit den Arrows? So. Shit. Gib mir. Oh Mann, ich will die Würfel. Nein! Okay. Oh ja, bitte. Au! Oh. Who brought the two arrows? Das ist ja die Mega-Question of the Day, sag ich mal. Und die einzige Vermutung, die ich haben könnte, wäre Maki. Aber mal gucken, was wir gleich für Auswahlmöglichkeiten haben. Ah, na endlich. Oh, Hilfe. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ist nicht meine Schuld. So, jetzt bin ich gespannt, was wir für Auswahlmöglichkeiten bekommen. Dann sage ich jetzt mal Third Party. Also eine dritte Person. Ja, das ist richtig. Okay. Sehr cool. Interessant. Also eine dritte Person hat die zusätzlichen Pfeile gebracht. Könnte es sein, dass die zusätzlichen Pfeile von einer dritten Person gebracht wurden? Eine dritte Person? Also jemand anderes als Kokichi oder Himiko? Das ist doch nur geraten. Unmöglich, dass es eine dritte Person gibt. Wenn diese dritte Person existieren würde, warum würde sie dann zwei Pfeile mitbringen? Kaito war der Einzige mit einer Armbrust. Ich
bin sicher gegangen, sie ihm zu überreichen. Kaito meinte, er braucht nur einen Pfeil. Offensichtlich wollte er keinen Kampf. Ja, das stimmt. Also waren die anderen beiden Pfeile nicht für Kaito. Sie waren für die dritte Person. Also reichte diese dritte Person die Pfeile nicht durch das Fenster, sondern ging in den Hangar und schoss selbst mit der Armbrust. Unmöglich. Es gab ein Alarmsystem und eine elektrische Barriere um den Hangar. Ja, dieser Hangar hätte völlig gesichert sein müssen, richtig? Völlig gesichert. Sind wir uns da so sicher? ich glaube, es könnte noch einen anderen Weg geben. Ein Weg, der uns nur noch nicht klar ist. Irgendetwas übersehe ich. Denk nach, denk nach. Welche Methode nutzte diese dritte Person, um den Hangar zu betreten? Ich glaube, ein Exocile. Ja, das würde auch passen. Da... Ist das da gerade ein X gewesen? Ich bin mir unsicher. Scheiße, nein, war es nicht. Da. Exocile. Da und da. Wow, das muss ja ein neuer Schnelligkeitsrekord sein, ne? So, wunderbar. So da. Egui Sare da. Egui Sare o tsukai ba Kakunoko ni haereta hazu da yo. Das ist es, der Exocile. Der Exocile hätte verwendet werden können, um den Hangar zu betreten. Eine Sekunde kurz. Okay, sorry, ich musste ganz kurz cutten, weil ich warte auf einen wichtigen Anruf, aber der war es eben nicht. So. Okay, der Exocile, genau, der hätte genutzt werden können. Wir kamen wegen des Alarmsystems und der elektrischen Barriere nicht hinein. Aber für die Exociles wäre das keine Hürde gewesen, richtig? Um also in den Hangar zu gelangen, hätte man nur einen Exocile steuern müssen. Ich sah gestern Nacht, wie ein Exocile den Hangar betrat. Also saß diese dritte Person am Steuer. Übrigens, ich möchte nur mal etwas von Monokuma bestätigt haben. Wäre der Alarm losgegangen, wenn sich eine Person im Exocile befindet? Nun, ich habe nicht versucht, das geheim zu halten, aber da es um die Details des Hangars geht, kann ich es euch wohl sagen. Es macht Sinn, dass das Alarmsystem und die elektrische Barriere nicht auf einen Exocile reagieren. Schließlich ist der Hangar der Ort, an dem die Exociles aufbewahrt werden sollen. Das wäre super nervig, wenn man jedes Mal die Sicherheit ausstellen oder die Sicherheitsvorkehrung ausstellen müsste, wenn ein Exocile hinein oder hinaus will, wisst ihr? Selbst wenn sich also jemand in einem Exocile befindet, wäre das Sicherheitssystem nicht losgegangen. Weil es wäre ja super aufwendig, jedes Mal den Exocile verlassen zu müssen, wenn man ihn wegstellen will. Es ist also, wie Shuichi gesagt hat, eine dritte Person ist in den Exocile gestiegen und hat den Hangar betreten. Aber kann denn jeder einfach so einen Exocile steuern? Also, Kokichi?
Es ist überraschend einfach. Wenn man beide Hände, beide Füße und beide Nippel benutzt, kann man das machen. Nippel auch? Jedenfalls, diese dritte Person steuerte einen Exocile und infiltrierte damit den Hangar. Und die gleiche Person muss die beiden zusätzlichen Pfeile mitgebracht haben. Ich hab dir doch gesagt, das ist unmöglich. Du kommst nicht durch die Sicherheitsvorkehrung, indem du einen Exocile steuerst. Es ist nicht möglich. Was? Nicht möglich? Maki, wovon redest du denn da? Was denkst du? Was weißt du? Wieso versuchst du es versteckt zu halten? Wieso? Warum erzählst du es mir nicht? Oh je, was ist denn jetzt los? Was haben wir hier denn? Ja, wahrscheinlich hat es was mit diesem Hedges Electronic Lock zu tun. Einer hatte ein geschlossenes Cockpit, aber bei dem anderen war es offen. Aha. Aber kann nur von den Monocups geöffnet werden. Naja, gucken wir mal. Was? Enter the hangar. They could leave it. Ja. Moment, waren das wirklich, Moment, wo war denn das? Hier. Ja, ich glaube, da waren das wirklich vier, genau. Okay, das ist ja an sich dann... in Ordnung. Das könnte ja sein. Ja, das stimmt eigentlich auch. Naja, impossible nicht unbedingt. Es ist nicht unmöglich. Es gibt eine Möglichkeit, einen Exocile aufzuhalten. Ich muss es ihnen zeigen. Ach so, oder Elektrobombe. Okay. Das könnte natürlich auch sein. Dann wartet man, bis der Effekt der Elektrobombe ab... Also es geht auf. Man setzt sich rein. Der Effekt hört nach 2 Stunden auf. Es schließt sich. Und dann kommt man rein. Verwendeter Elektrohammer. Ach so, oder das einfach. Okay. Das... Ja, weiß ich auch nicht. Es könnte auch das sein. Gucken wir mal. Ja, das ist ja an sich keine Lüge, ne? Also, ich sag ja gar nicht, dass irgendwer lügt, davon abgesehen. Das ist es schon mal nicht. Es ist unmöglich, einen sich bewegenden Exocile zu betreten. Außer du bist jemand, der sie mit einer Fernbedienung kontrollieren kann. Okay. Also der Use Elektrohammer ist es nicht. Eine Elektrobombe? Hier kann es ja nicht sein. Nein. Hat es hiermit noch was zu tun? Ich probiere es jetzt mit der Elektrobombe. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Das ist gerade das Einzige, was mir noch einfällt. Und das andere halt noch ausprobieren. Oder es ist gemeint, dass wir auf das mit den Elektrohammern schießen sollen. Scheiße, das ist es auch nicht. Okay. Gut, das ist es leider auch nicht.
Was habe ich denn jetzt geschossen? Ich habe es vergessen. Ah ja, das hier. Okay, das müssen wir noch ausprobieren. So. Scheiße, was ist es denn? Ja, okay, ich weiß. Oder es ist halt doch, dass nicht alle am Aufladen waren, sondern, wie gesagt, der eine ja da lag. Dann probieren wir das mal aus. Ich hoffe, das funktioniert, sonst bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Aha, das ist es also. Okay. Ja, ich hatte das zeitlich in meinem Kopf ein bisschen anders eingeordnet. Ich dachte, die wären halt alle 24 Stunden lang aufgeladen worden. Und erst nach den Geschehnissen wurde der benutzt. Aber okay, verstehe. Moment, nicht alle Elektrohammer wurden aufgeladen. Das weiß ich, weil ich einen gefunden habe. Da war ein verwendeter Elektrohammer in der Nähe von Monokuma und den Exocites. Wurde dieser Elektrohammer von der dritten Person verwendet? Vielleicht wurde der verwendet, um den Exocite auszuschalten. Ja, das denke ich auch. Als ich sie gestern Nachmittag sah, gab es 4 Exocites. Ich möchte übrigens mal anmerken, dass ich auf diesem Bild immer nur 3 sehe, obwohl er immer sagt, dass da 4 wären. Ich verstehe das nicht, wo der 4. steht. Aber heute Morgen waren da nur 3. Das ist mir auch aufgefallen. Wurde der fehlende Exocile etwa von dieser dritten Person genommen? Bei Shuichi wird es immer wärmer. Wie wäre es, wenn du die Antwort einfach rausrückst? Wer war es? Wer ist diese dritte Person? Die Identität der dritten Person. Der Elektrohammer gibt uns einen Hinweis darauf. Ich sah 4 Exocites am Tatort gestern, als ich mich mit Kaito traf. Heute Morgen, als wir versuchten, in den Hangar zu gelangen, waren da nur noch 3. Der Täter muss den Elektrohammer zwischen gestern Nachmittag und heute Morgen genutzt haben. Es gibt nur eine Person unter uns, die dazu in der Lage gewesen wäre. Ich glaube, es ist Maki, oder? Kimida! Ja. Harukawa-san, Dai-san-sha-tte Kimida, yo ne? Maki, du bist diese dritte Person, nach der wir suchen, nicht wahr? Was? Es ist Maki? Was sagst du denn da? Erinnere dich, was Kokichi gesagt hat. Aber seid vorsichtig, der Elektrohammer... Also der Akku geht schnell alle des Elektrohammers. Wenn ihr ihn also gegen einen Exocile verwendet, dann wird er nach nur einem Schlag bereits leer sein, verstanden? Wenn der Akku alle ist, muss der Elektrohammer 24 Stunden lang aufgeladen werden. Dieser Hammer wurde gestern Nachmittag verwendet. Er konnte also heute Morgen nicht eingesetzt werden. Oh ja, stimmt, als wir uns heute Morgen alle in der Mensa trafen. Maki, wo ist dein Elektrohammer? Ich brauche ihn nicht. Ich nutze lieber eine Waffe, mit der ich mich auskenne. Das hier ist viel besser. Ein Messer? Naja, ich schätze, du kannst das am besten einschätzen.
Maki war die Einzige ohne Elektrohammer, nicht wahr? Mit diesem Wissen können wir davon ausgehen, dass der Elektrohammer, den ich gefunden habe, Maki gehörte. Und das führt mich zu der Schlussfolgerung, dass Maki die dritte Person gewesen sein muss. Ja, das fürchte ich auch. Und ich hoffe, sie ist nicht die Mörderin. Nein! Und ich hoffe... Ja, naja, was mir ganz kurz gekommen war, wenn Maki die Mörderin wäre, dann würde sie vielleicht versuchen, Kaito zu schützen, wenn sie weiß, dass er der Mörder ist von Kokichi. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe nur nicht, warum sie das dann tut, weil dann würden alle sterben. Also was hätte man davon? Also, na gut, Kaito würde überleben, aber haben sie inzwischen so eine Bindung aufgebaut, dass sie dazu bereit wäre? Das wäre krass. Naja, ich weiß auch nicht, das sind nur so Hirngespinste. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, aber an der Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.